Wir sind hier im wunderschönen Zadar im Yachtclub Uschkok. Wir haben hier sehr, sehr, sehr schöne und sehr, sehr gute und vor allem sehr professionelle Trainingsbedingungen. Hier im Moment haben wir die Klasse Naka 17, die Klasse 49er und die Klasse 49er FX, die hier mit den lokalen kroatischen Seglern eigentlich eine sehr gute Trainingsgemeinschaft bilden. Der Igor Marenic, der ehemalige Vorschotter, segelt jetzt selbst Naka 17, steuert hier mit einer kroatischen Vorschotterin. Und auch hier im Naka sozusagen haben wir einen sehr guten Trainingspartner. Das heißt, es ist wirklich hochkarätig besetzt eigentlich dafür, dass wir noch so nah an Österreich sind und dass wir hier so kurzfristig jetzt eigentlich unseren Platz gefunden haben. Hinter uns liegt eine dreimonatige Salzwasserabstinenz. Wir mussten Anfang März blitzartig Mallorca verlassen, konnten dann fast zwei Monate gar nicht aufs Wasser. Anfang Mai hat uns dann Gott sei Dank der Verband und das Ministerium ermöglicht, unter ziemlich strengen Auflagen in Österreich zu trainieren. Wir waren am Attersee. War cool für uns, auch mal zu Hause zu segeln. Nichtsdestotrotz, für uns ist wichtig, am Meer zu sein, im Salzwasser zu sein. Das Boot, das Material, alles verhält sich ganz anders. Deshalb sind wir jetzt seit gut zwei Wochen hier in Zadar. Zadar bietet uns eine perfekte Infrastruktur. Wir kennen die Kroaten sehr gut. Die Tage sind aber relativ hart. Wir haben von Anfang an sehr viel Rost abwerfen müssen und fahren schon ein sehr strenges Programm. Das bedeutet, wir sind eigentlich wieder in unserem Element und das Programm führen wir fort, wo wir aufgehört haben auf Mallorca. Wirklich wichtig, Wettfahrten zu haben. Es ist einfach ein ganz anderes Segeln, wenn man immer am Limit fahren will und pusht. Es ist schwierig im Training das so nachzustellen, wie es wirklich in einer Wettfahrt oder in einer Regatta ist. Diesen Reiz, das ist schwierig nachzustellen, deswegen ist es für uns ganz wichtig, sehr viele Regatten zu fahren, um da einfach eine Routine reinzubekommen und das Beste rauszuholen. Aufgrund der globalen Corona-Situation sind so gut wie alle internationalen Regatten vorerst abgesagt worden. So muss man Rennen im Kleinformat veranstalten, um die Leistung auf Weltklasse-Niveau zu halten. Das Reglement im Segelsport ist zwar streng, aber hat eher subjektiven Charakter. Oft kommt es zu Situationen, in denen die Athletinnen und Athleten, aber auch die Jury, Entscheidungen in Sekunden treffen müssen. Im Zweifelsfall wird mühsam in Form eines Protestes diskutiert, bei dem jeder seine Sicht der Situation schildert. Auch das muss gelernt sein. Perform in a cinema-like way. It cannot be performed just last second, you know. You just bear away last second. Oh, now you do what?
But there's always a lot to discuss about the sailing rules, because first of all, we have, I think, a little bit more rules than the other sports. Still, in my opinion, it's not so many. Everybody knows all the rules, all the sailors know those rules. But the problem comes when we try to see what's actually going on the water. So we have so many variations of what is happening over there, and so many border cases of these rules where you can more or less rule in favor of one or the other boat. And plus this, the most important thing why we can talk a lot about it is that everybody sees the situation a bit different. From the different angle, maybe from the different approach, maybe everybody always tries to bend the reality towards how they feel more comfortable. And then we come up often with the situations where different teams have completely different view of the same incident which happened. And at the end, it depends on the quality of the sailors. For high-level professional sailors, they can sneak the boat through very little room, while less experienced sailors, he needs more room. So for one guy, enough room is not enough for the other guy. So there's always a lot of things we can talk about. And, you know, at the end, sometimes we cannot even agree. Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann abonniere Candidate Sailing. Verpasst keine Episode. Bis bald. You keep on running.